Guten Morgen. Ich brauche eure Hilfe heute. Nur zum Anfang, keine Sorge, nicht die ganze Zeit. Und zwar Männer, ihr seid gefragt. Eine ganz kleine kurze Umfrage. Erstmal alle Ehemänner, einmal die Hand hoch bitte. Nicht so schüchtern, ja, alles gut. Okay, jetzt habe ich ungefähr eine Anzahl hier. Das sind schon einige. Jetzt stellt euch vor, Ehemänner, in, sagen wir mal, 6 Wochen heiratet ein guter Freund von euch oder heiratet ein guter Cousin von euch. Ab welchem Zeitpunkt würdet ihr darüber nachdenken, was ihr anziehen werdet? Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich glaube, das ist bei vielen gleich. Ich glaube, wir alle können da so ein bisschen nachempfinden. Bei den Frauen ist es ein bisschen anders. Sie fangen schon Wochen vorher darüber an zu reden, was sie anziehen werden. Machen sich schon Gedanken, bestellen vielleicht online irgendwas. Wir Männer, ja, der Morgen davor. Wo ist die Krawatte? Wieso ist da kein Knoten in der Krawatte? Wie soll ich jetzt den Knoten machen? Und dann ist was los zu Hause, ne? Plötzlich muss gebügelt werden und so weiter. Hätte der Mann sich doch eher Gedanken darüber gemacht, was er anziehen sollte, dann hätte man weniger Stress am Morgen, oder? Würdet ihr mir dazu stimmen, Frauen? Ich denke schon, oder? Und wenn wir diese ganze Situation mal als Metapher verwenden, als Bild für unser Leben mit Gott, dann gibt es dort eine erstaunliche Parallele. Als wir gläubig wurden, als wir Kinder Gottes wurden, als Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat, da hatte er schon eine genaue Vorstellung darüber, was wir anziehen sollen, wie wir aussehen sollen. Und viel zu oft sind wir wie die Ehemänner am Morgen. Wir machen uns zu spät Gedanken darüber, wie Gott will, dass wir aussehen. Lass uns heute rechtzeitig die Frage stellen und an Gott die Frage richten: Gott, was sollen wir anziehen? Gott, wie willst du, dass wir aussehen? Lass uns dazu die Bibelstelle aufschlagen. Im Kolosserbrief, da geht es weiter. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 9 bis 14. Erstmal Vers 9 bis 11. Da lesen wir. Kolosser, Kapitel 3, Vers 9 bis 11. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Das letzte Mal haben wir über unsere Altkleidersammlung geredet. Über unsere Altkleidersammlung in unserem Leben als Christen. Wir haben über so Anziehsachen geredet wie sexuelle Unmoral, Wutausbrüche, schlechtes Reden, Habsucht und so weiter. Die Liste war lang. Wo Paulus uns aufgefordert hat, uns Christen, dass wir diese Sachen ablegen sollen. Dass sie nicht mehr zu unserem Leben als neue Menschen dazugehören. Weil wir diesen alten Dingen ja gestorben sind, in der geistlichen Taufe. Und hier, in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, da finden wir das Bindeglied zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Zwischen den alten Anziehsachen und den neuen Anziehsachen. Und hier in diesen Versen 9 bis 11, beschreibt Paulus uns auch die Gesetzmäßigkeit, also wie genau unsere neuen Klamotten funktionieren oder wie genau das alles miteinander zusammenhängt. Wie genau sieht der neue Mensch eigentlich aus? Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Und hier bezieht sich der Text auf die, die gläubig sind, auf die, die glauben.
Für alle anderen macht dieser Text keinen Sinn. Nicht irgendein Glaube, nicht der Glaube, dass es einen Gott gibt, sondern der Glaube daran, dass man selber weiß, dass man eigentlich in die Verdammnis gehört. Dass man ohne Gott zugrunde geht. Dass man vollkommen hilflos vor Gott steht. Weil man weiß, man hat keine Chance, in Gottes Gegenwart zu kommen wegen der Sünde. Und nur Gott ist es möglich, uns aus unserer ausweglosen Situation zu retten. Und genau das hat er getan, das haben wir heute in den Liedern gesungen, das haben wir heute schon in der ersten Predigt gehört, was Gott getan hat, um uns zu retten. Und wenn wir daran glauben, dann bezieht sich dieser Text heute genau auf uns. Du warst dir deiner Sünden leid, du bist aufgrund deines Glaubens an das Evangelium untergetaucht, in der Taufe und bist deinem alten Ich gestorben. Und du weißt, dass das, was den Menschen nur möglich ist, bei Gott möglich ist, dass er neues Leben schaffen kann in dir, weil Jesus Christus der Beweis ist durch seine Auferstehung und deshalb stehst du in der Taufe wieder auf als neuer Mensch, als neue Kreatur. Darüber haben wir schon mal geredet. Und hier vergleicht Paulus diesen alten und den neuen Menschen mit Anziehsachen. Mit dem alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Wieso ist das überhaupt notwendig? Wieso will Gott, dass wir neu gekleidet sind? Und ich will euch heute mal eine fiktive Geschichte erzählen, die ist nicht wirklich passiert. Man kann sie fast als Kindergeschichte ansehen, aber ich denke, wir Erwachsenen, wir ziehen da auch immer unsere Lehren draus. Und zwar war da ein Mann auf den Philippinen in einem Stamm, weit abgelegen von jeder Zivilisation. Und er hatte dort sein Grundstück. Er hatte dort seine Familie. Er hatte dort sein Leben. Und eines Tages kamen Fremdlinge aus einem anderen Land, die militärisch überlegen waren, die mehr Geld hatten, die genau an diesen Ort angekommen sind und ihm das Land weggenommen haben. Seine Familie ist heimatlos und er weiß nicht, was er machen soll. Er überlegt lange, grübelt lange nach und kommt zu dem Schluss, dass er irgendwie zur Regierung muss, um dort die Sache vorzulegen, dass er sein Land wieder haben will, dass das alles unrechtmäßig war. Er geht zu den lokalen Behörden, aber die wollen ihm nicht weiterhelfen. Und so sitzt er da und fasst einen Plan. Er entschließt sich, mit dem letzten Geld, was er hat, mit den letzten Klamotten, die er hat, sich auf die Reise in die Hauptstadt zu machen, um die Sache vor dem Präsidenten zu legen. Und so nimmt er die harte Reise auf sich über Berge, Flüsse, Täler, mit Boot, zu Fuß und kommt irgendwann an. Irgendwann kommt er an in der Stadt und läuft durch die Stadt und sucht das Haus, fragt Leuten, wo dieses Haus ist, des Präsidenten, wo ist der Präsident zu Hause. Und irgendwann steht er vor diesem großen, prächtigen Gebäude. Da ist der Präsident, da ist derjenige, der ihnen helfen kann. Er fasst neuen Mut, geht schnurstracks auf das Gebäude zu und bevor er auch nur einen Schritt auf das Grundstück setzen kann, halten ihn die Türsteher auf und fragen, hey, wo willst du hin? Ja, ich will zum Präsidenten, ich habe eine Sache zu besprechen mit ihm. Die Türsteher und die Security-Leute grinsen sich an und sagen, so wie du aussiehst, kommst du hier nicht rein. Guck dich mal an. Du bist ja vollkommen zerlumpt, schmutzig, dreckig. Deine Haare, dein Bartwuchs. So kommst du nicht vor dem Präsidenten. Der Filipino-Mann, der ist enttäuscht, aber er überlegt sich, ja, das lässt sich doch ändern. Da kann ich was machen. Er entschließt sich, in der Stadt zu bleiben, ein bisschen länger. Er sucht sich einen Job, wo er Tag ein, Tag aus arbeitet. Er arbeitet hart, er arbeitet immer weiter, bis er irgendwann genug Geld hat, sich eine ordentliche Seife zu kaufen, sich zu waschen und sich neue Klamotten zu holen. Klamotten, die angesagt sind, die gut aussehen, ordentlich aussehen. Mit neuem Mut geht er wieder auf das Gebäude des Präsidenten zu
Und wieder, bevor er einen Schritt auf das Grundstück setzen kann, halten die Security-Leute wieder ihn auf und fragen, wo willst du hin? Und er sagt, ich will zum Präsidenten. Ich habe eine Sache, ihm vorzubringen. Die grinsen sich wieder und sagen, also so wie du aussiehst, das passt noch immer nicht ganz. Und außerdem, du kannst nicht einfach so vor den Präsidenten treten. Was denkst du denn, wer du bist? Du brauchst einen Termin. Und ob du überhaupt einen kriegst, ist noch eine ganz andere Frage. Jetzt war die Hoffnung vorbei. Jetzt war die Hoffnung vollkommen erloschen. Er senkt sein Haupt. Er sieht keinen Ausweg mehr, dass er sein Land wiederkriegen wird. Er malt sich schon alle möglichen Szenarien in seinem Kopf aus, wie er und seine Familie als Flüchtlinge in seinem eigenen Land leben werden. Und geht so traurig und betrübt in den Park und setzt sich auf eine Bank. Und während er vor sich hingrübelt, kommt ein gut aussehender junger Mann die Straße entlang im Park. Und er läuft an ihm vorbei und sieht, dass da dieser Mann auf der Bank ganz traurig aussieht. Jeder andere Mann wäre vielleicht einfach weitergegangen. Aber dieser Mann fragt ihn, was los sei. Und der Filipino sagt, du wirst es eh nicht verstehen, ist egal, du kannst mir auch nicht helfen. Aber der andere Mann insistiert und sagt, komm, erzähl mir deine Geschichte, vielleicht kann ich dir helfen. Und so erzählt der Filipino ihm die Geschichte unter Tränen, was seine aktuelle Lage ist. Als der Mann sich die Geschichte von dem Filipino-Mann angehört hat, sagt er zu dem Filipino, ich glaube, da gibt es einen Weg, ich kann dir helfen. Komm mit mir mit, wir werden das zusammen schaffen. Er nimmt ihn mit zu seinem Haus, das ganz in der Nähe ist, und er bringt ihn in seinen Kleiderraum, Anziehraum. Da sind die prächtigsten Gewänder, die prächtigsten Klamotten. Die eines Präsidenten auf jeden Fall auch würdig wären. Und er bekommt diese Klamotten gratis. Er darf sich die anziehen. Und dann sagt der junge Mann zu ihm, komm mit, wir gehen jetzt zum Präsidenten. Und in dem Kopf von dem Filipino einfach nur, ja, aber wir haben noch immer keinen Termin bei ihm. Also ich meine, egal, ich könnte der bestaussehende Mann der Welt sein, das wird mir nichts bringen. Ich habe keinen Termin bei ihm. Aber egal, ich komme einfach mal mit, hat er sich so gedacht und läuft mit dem Mann mit. Und als er dachte, dass sie gleich wieder aufgehalten werden, verbeugt sich die Security plötzlich vor dem anderen. Alle salutieren ihn. Und er fragt sich, was hier los sei. Und so geht er und betritt das Grundstück des Präsidenten und darf seine Sache dem Präsidenten vorlegen. Nach dem Gespräch fragt der Filipino ihn, wer bist du denn? Ich bin der Sohn des Präsidenten, sagt er. Es ist eine kleine Veranschaulichung darüber, wer Jesus Christus für uns ist. Es ist eine kleine Veranschaulichung darüber, dass wir ohne Jesus niemals zum Vater kommen würden. Seht ihr, wir wissen aus der Bibel, Epheserbrief Kapitel 1 zum Beispiel, wenn wir den einfach mal durchlesen würden, in einem Fluss. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Wir wissen, dass Gott uns liebt, dass Gott unser Bestes will, dass Gott uns von seinem Zorngericht befreit hat. Wir wissen, dass er uns eine neue Wohnung bereitet und dass er uns den Heiligen Geist gibt, dass er uns zu seinen Kindern macht und dass er unseren Becher bis über den Rand füllt. Das ist Gott, das wissen wir. Aber es wäre alles nicht möglich ohne Jesus Christus. Ohne Jesus wäre das alles nicht möglich. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. William MacDonald, der sagte mal in einem Buch, Gott hat so großen Gefallen an den Herrn Jesus, dass er den Himmel mit anderen füllen will, die so sind wie er. Gott liebt Jesus so sehr, dass er den Himmel mit anderen füllen will wie er.
Was sagte Gott, als Jesus sich taufen lassen hat? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und mit dem Beginn unseres Glaubens und unseres neuen Lebens will Gott uns erneuern, wie wir hier im Vers 10 gelesen haben. Erneuern zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, lesen wir. Und dieses Wort erneuern, was Gott in uns bewirken will, das steht im Passiv, also Gott wirkt es. Da können wir nicht viel machen, außer glauben. Und dieses Wort steht so da in der griechischen Grammatik, dass es eine immer fortwährende Entwicklung ist. Also man könnte fast so sagen, wie Tag für Tag will Gott uns diese Erneuerung geben, dass wir in etwas hineinwachsen, uns in etwas verwandeln. Dieser neue Mensch, den wir angezogen haben, diese neue Kreatur wird also steigend immer wieder erneuert. Zur Erkenntnis, wie wir hier lesen. Und das ist nicht irgendeine Erkenntnis, sondern zur Erkenntnis Jesu Christi. In ihm sind verborgen alle Schätze und Reichtümer dieser Welt. Und wie es hier steht, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und das scheint jetzt ein bisschen kompliziert zu sein, dieser Vers. Muss man genau nachgucken, wie meint er das jetzt oder wie steht das da genau oder wen meint er jetzt genau. Aber wenn man das zusammenfassen kann, kann man einfach ganz klar sagen, Gott will uns in Jesus Christus verwandeln. In das Ebenbild seines Sohnes will er uns Stück für Stück verwandeln. Und verbunden mit Vers 11 ist es also egal, was für ein Mensch wir sind, ne? Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. Das kann man übersetzen in unsere heutige Zeit mit Jude oder Heide, Hinterwäldler oder Zivilisierter, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, egal was oder wer wir sind. Es ist vollkommen egal, für wen du dich hältst oder für wen du dich nicht hältst. Vor Gott sind wir alle gleich in Jesus Christus. Und mit uns allen, die wir in Christus gekleidet sind, hat Gott das gleiche Ziel. Die Gleichförmigkeit mit dem Bild seines Sohnes. Alles und in allen Christus, wie wir das am Ende von Vers 10 lesen. Also lasst uns jetzt erstmal festhalten. Durch den Glauben an Jesus hat Gott uns einen neuen Menschen zum Anziehen gegeben. Dieser neue Mensch ist Jesus. In ihn werden wir Stück für Stück verwandelt. Das sagen uns diese Bibelverse bis hierhin. Das ist die Seite der Medaille, wo Gott in uns am Arbeiten ist. Das ist die Seite der Medaille, wo Gott wirkt. Die andere Seite der Medaille ist aber, wo wir etwas tun müssen. Wo wir etwas dazu beitragen können, dass dieses Ebenbild Jesu Christi in uns sichtbar wird. Also, lasst uns weiterlesen von Vers 12 bis Vers 14. Kolosser 3, 12 bis 14. So zieht nun an als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Ich habe eine Frage an euch. Ihr dürft auch gerne die Wörter jetzt in den Raum rufen. Die Jugend kennt diese Frage schon, aber ihr dürft gerne mitmachen. Was für Charaktereigenschaften hätte ein sehr guter Mensch, beziehungsweise ein Mensch, den wir echt mögen würden? Was für Charaktereigenschaften hätte diese Person? Ruft es ruhig in den Raum, seid nicht so schüchtern. Jude?
Ehrlich, ja, ist gut. Da gibt es aber noch mehr. Freundlich. Ihr merkt es schon, ne? Das sind diese Wörter, die dort aufgeschrieben sind. Und jetzt lass mich die Frage anders stellen. Jetzt darf die Jugend nicht mithelfen. Wie würde man solche Charakterbeschreibungen in 3 Worte zusammenfassen? Wie würde man so eine Person nennen? Sein wie Christus. Wenn wir alle diese Wörter zusammennehmen und sie zusammenfassen, dann würden wir darauf kommen, dass es bedeutet, zu sein wie Jesus. Es gibt eine Geschichte, die ist aber diesmal tatsächlich wahr, von einem Missionar, der in Indonesien in einem Stamm gewirkt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber die gerade bei solchen indigenen Völkern, die überhaupt nichts von Gott und der Wahrheit wissen, da geht man oft das Evangelium chronologisch durch. Also vom Anfang von der Schöpfung bis zu Jesus Christus baut man Stück für Stück auf und geht chronologisch durch die Bibel, um den Menschen als erstes zu zeigen, wer Gott ist und wie wir die Menschen sind, um das richtig zu verstehen, bevor man überhaupt zu der Person Jesu Christi kommt. Und diese Aufgabe hat sich ein Missionar ans Herz genommen und hat angefangen, diejenigen, die zuhören wollten, dieses Evangelium chronologisch zu erzählen. Und erzählt ihnen die ganze Geschichte von Anfang, Woche für Woche. Und irgendwann ist es dann so weit, dass er zu der Person Jesu Christi kommt und ihn beschreibt. Er beschreibt ihn, dieser Messias, den Gott gesandt hat. Er ist freundlich. Er ist demütig, er ist sanftmütig, er ist geduldig, friedvoll, aufopferungsvoll, zuvorkommend. Und während er so diese ganzen Wörter ihnen erzählt und erklärt, da fangen die Zuhörer ihn ganz komisch an zu grinsen. So alle gucken sich an und fangen an zu grinsen. Hey, was ist denn jetzt los? Versteht nicht, warum die alle anfangen zu grinsen. Er erzählt einfach weiter, ja, er ist nachsichtig, er ist ehrlich auf und die fangen immer mehr an zu, manche lachen schon richtig. Und er versteht das nicht, was hier gerade passiert. Und dann irgendwann unterbricht er sein Reden und fragt, warum lacht ihr alle? Dann steht einer auf und sagt ihm, von dem du gerade redest, das war doch der Missionarsarzt, der letzte Woche hier war. Sie dachten, dass der Messias oder dass Jesus der Missionarsarzt war, der letzte Woche da war. Ist das nicht Hammer? Dass wenn jemand von dir sagen würde, er ist wie Jesus? Ich weiß nicht, irgendwie ist er oder sie so wie Jesus gelebt hat. Das wäre doch die höchste Auszeichnung, die man bekommen könnte. Was gibt es Erstrebenswerteres? Henry Drummond sagte einmal, zu werden wie Christus ist das Einzige in der Welt, wofür es sich zu leben lohnt. Demgegenüber alle anderen menschlichen Bestrebungen eine Torheit und alle geringeren Errungenschaften nichtig sind. Und diesem Zitat pflichtet die Bibel und unserem Bibeltext bei. Und jetzt, wo wir unseren alten Menschen abgelegt haben, sind wir aufgefordert, Christus anzuziehen. Die Kleidungsstücke, die Christus bekleidet haben, sollten wir anziehen. In Vers 12 steht, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Gottes geheimer Ratschluss war es, in Christus etwas entstehen zu lassen, was es vorher so noch nicht gab. Die Gemeinde, die Gläubigen. Alle, die in Christus gläubig werden, werden zur Gemeinde hinzugefügt. Alle, die in Christus sind, sind von Gott erwählt, für einen besonderen Zweck erwählt. Du bist für einen besonderen Zweck erwählt von Gott. Alle, die in Christus sind, sind heilig vor Gott, abgesondert, ausgesondert für Gott. Wir leben nicht für die Welt, auch wenn wir noch in der Welt sind. Und alle, die in Christus gekleidet sind, sind Geliebte, geliebte Kinder Gottes, Kinder des allmächtigen, ewigen, lebendigen Gottes.
Und Paulus, er erinnert uns als erstes unserer neuen Identität und sagt dann, was wir tun sollen. Also mit dieser neuen Identität, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir Geliebte und angenommen sind von Gott durch seinen Sohn Jesu, ist jetzt die Frage, welche Kleidungsstücke sollen wir anziehen? Welche Kleidungsstücke sind es? Und hier von Vers 12 bis Vers 14 werden insgesamt 8 Kleidungsstücke genannt, die wir anziehen sollen. 8 Kleidungsstücke, die wir anziehen sollen. Ich habe gedacht, okay, irgendwie zusammen ergibt das schon so ein ganzes Outfit. Jetzt kommt die kalte Winterzeit. Stellen wir uns einfach vor, damit wir den Winter gesund überleben, müssen wir diesen Winteroutfit anziehen. Schneeanzug vielleicht oder so. 8 Kleidungsstücke. Das erste Kleidungsstück finden wir in Vers 12. So zieht nun an, als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Das erste Kleidungsstück. Das herzliche, oder unser herzliches Erbarmen. Eine zärtliche innere Zuneigung zueinander. Ein Mitgefühl füreinander. Es ist genau das Gegenstück zu dem, was wir ablegen sollten, Zorn und Wut. Und wortwörtlich bedeutet dieses Wort herzliches Erbarmen, die Eingeweide umgedreht bekommen vom Mitleid füreinander. Also auf intensive Art und Weise Mitgefühl füreinander haben. Jesus hatte Mitleid mit den Menschen. Wenn wir einmal die Bibelstelle aufschlagen in Matthäus Kapitel 9, Vers 36, da steht, als er, also Jesus, aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus empfand Mitleid. Jesus war voller Mitgefühl für die Menschen, die in der Dunkelheit umherirrten. Wie oft hat Jesus geweint um seine Mitmenschen, über Jerusalem, bei Lazarus, als alle um ihn weinten, bei der armen Volksmenge, die er sah. Er hat nicht oberflächlich verurteilt und gefragt, hey, was ist los mit euch? Warum folgt ihr nicht Gott oder was ist euer Problem? Sondern er empfand als erstes Mitleid mit diesen Menschen. Wie oft sehen wir Menschen um uns herum, die verloren in dieser Welt sind? Obdachlose, arme, mittellose, heimatlose Menschen. Sollen sie da bleiben, wo sie sind? Oder hast du herzliches Erbarmen mit ihnen? Kennst du deren Geschichte wirklich, warum sie da gelandet sind? Hast du dich mit ihnen befasst? Kannst du das nachempfinden, wie es ist, alles hinter sich zu lassen, um auf einem tödlichen Weg in eine bessere Zukunft aufzubrechen? Weil das Heimatland zerbombt in Schutt und Asche da liegt? Kannst du das wirklich nachempfinden? Jesus hat es getan. Betest du für den Frieden in der Welt oder redest du lieber mit deinen Freunden über eine bösartige Willkommenskultur? Wie sieht es aus mit den Menschen, die in der Sünde dieser Welt leben, die Gott verhöhnen mit ihrem Leben? Menschen, die LGBT unterstützen, Schwulen und Lesben, Feinde des Kreuzes. Ich bin ziemlich selten auf Instagram unterwegs. Letztens habe ich dort ein Bild gesehen, was mich wirklich schwer beeindruckt hat. Ein christlicher Hip-Hop-Artist hat ein Bild hochgeladen, worauf ein Demonstrant zu sehen ist, der überall mit diesen Regenbogenzeichen und so tätowiert und irgendwie bekleidet, geschmückt ist und am Protestieren ist. Und gleichzeitig
umarmt Jesus Christus diese Person mit Tränen in den Augen. Und diese Person ist ganz verdutzt und weiß nicht, wie sie darauf reagieren soll. Genau das beschreibt es, das Bild. Ganz perplex stand die Person da. Wenn sie doch nur wüssten, was Gott für sie getan hat. Wenn es nur jemanden geben würde, der diese verlorenen Schafe ins Licht bringen würde. Wenn sie nur wüssten, was Gott geopfert hat, um die Macht der Sünde und der Verkehrtheit der Welt Einhalt zu gebieten. Wenn sie nur wüssten, sind wir da, um es zu erzählen? Denken wir so oder verurteilen wir diese Menschen? Hast du das Kleidungsstück herzliches Erbarmen schon angezogen? Wenn nicht, dann ist es heute an der Zeit. Jesus hatte es an. Kommen wir zum Kleidungsstück Nummer 2. Finden wir auch in Vers 12. Nach herzliches Erbarmen steht Freundlichkeit. Oder auch anders übersetzt Güte. Das genaue Gegenstück zu dem, was wir ablegen sollen, Bosheit. Jesus war freundlich und voller Güte in Aktion. Er hat es nicht nur gesagt, die Menschen haben es nicht nur von ihm gesagt, sondern er hat so gelebt. Menschen, die Hilfen brauchten, hat er freundlich und gütig geholfen. Seht ihr, freundlich sein ist eigentlich ziemlich einfach, oder? Wenn uns das anerzogen wird, dann ist es ziemlich einfach. Wenn wir in unserem gewohnten Umfeld leben, ne? Wenn wir Arbeitsstelle haben, wenn unsere Geschwister in der Gemeinde auch freundlich zu uns sind, dann können wir auch freundlich sein. Das ist ganz einfach. Aber was ist, wenn wir unser Snickers mal nicht bekommen? Dann werden wir schnell zu Diva, ne? Dann fangen wir oft an zu nörgeln, zu sticheln, zu provozieren, wenn es mal nicht so gut in unserem Leben läuft. Als Jesus ausgepeitscht, halbtot und blutüberströmt am brutalen Hinrichtungswerkzeug der Römer für deine und meine Schuld hing, unschuldig, da hat auch noch für die Menschen um Vergebung gebeten, während er dort hing. Nicht nur das, sondern er hat auch den Verbrecher zu seiner Seite das Paradies zugesprochen in dieser Situation. Und nicht nur das, sondern er hat auch Johannes seiner Mutter zugewiesen in dieser Situation. Er ist die Freundlichkeit Gottes in Person gewesen. Kein böses Wort kam über seine Lippen, selbst als er für Unrecht schuldig gesprochen wurde. Haben wir dieses Kleidungsstück schon angezogen? Oder brauchen wir noch immer unseren Snickers, damit wir freundlich zueinander sind? Kommen wir zu unserem Kleidungsstück, die wir anziehen sollen, Nummer 3, 4 und 5 diesmal zusammen. Demut, Sanftmut und Langmut im Vers 12 am Ende. Demut, Sanftmut, Langmut. Das hört sich im Deutschen sehr ähnlich an, ne, dieses Mut immer am Ende. Und auch in der Bibel sind diese drei Wörter immer sehr oft nah beieinander stehend. Die finden wir oft zusammen, diese Wörter. Die kommen zusammen, mein Herr. Und negativ beschrieben sind diese Wörter das Gegenteil von Selbstbehauptung, von Eigennutz und von Wutausbrüchen. Jesus ist demütig, sanftmütig und langmütig gewesen. Er musste nicht in alle Welt posaunen, dass er der Sohn Gottes ist und dass er jetzt gekommen ist, die Welt zu retten. Er hat es einfach getan. Wer von euch vielleicht gerade in der täglichen Bibellese in den Evangelien am Ende ist, der wird vielleicht ähnlich empfinden wie ich manchmal. Wenn man so die Geschichte der Jünger betrachtet, wie Jesus sie 3 Jahre mitgenommen hat, 3 Jahre wirklich Tag für Tag miteinander erlebt haben, wo er ihnen sehr viel gelehrt hat, sehr viel erzählt hat. Und dann kommt man zu so Geschichten, wo man sich fragt, was ist mit den Jüngern los? Haben die denn überhaupt was begriffen?
Ich meine, das ist ziemlich einfach, aus unserer heutigen Zeit so zu urteilen, aber manchmal kommen halt diese Gedanken. Was war eigentlich mit den Jüngern los? Beim letzten Abendmahl, da war das wirklich so der Höhepunkt, wo man sich fragen musste, die Jünger, wenn sie den Heiligen Geist nicht bekommen hätten an Pfingsten, wo wäre das hingegangen? Während Jesus ihnen sagt, dass er leiden und sterben wird und auch verstehen wird, streiten sich die Jünger darum, wer im Reich Jesu an seiner Rechten sitzt. 3 Jahre nach dem Dienst mit seinen Jüngern. Während sie sich darüber streiten, wäscht er ihnen die Füße. Nach 3 Jahren muss er Thomas noch immer erklären, dass er, Jesus, der Weg zum Vater ist. Und dann muss er noch Philippus immer noch erklären, dass Jesus ja das Abbild vom Vater ist. Philippus sagt, ja, zeige uns doch den Vater, dann ist es genug. Ihr sagt, ich bin doch das Abbild des Vaters. Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. 3 Jahre lang hat es gebraucht, um es noch immer und immer wieder zu sagen. Aber wie hat Jesus es gesagt? Voller Sanftmut, voller Demut und voller Geduld, beziehungsweise Langmut hat er es gesagt. Haben wir dieses Kleidungsstück auch schon an? Wie gehen wir mit Menschen um, die vielleicht ein bisschen langsamer im Verstehen sind, als wir es gerne hätten? Die vielleicht ein bisschen länger brauchen, um gewisse Dinge zu lernen, auch im christlichen Glauben. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn jemand zu dir kommt und dich ermahnt und dich tadelt wegen einer Sache, die du wirklich verbockt hast? Ist das dann selbstkritisches Hinterfragen oder Ausreden austeilen? Immer ist jemand anders schuld. Haben wir diese Kleidungsstücke Demut, Sanftmut, Langmut schon angezogen oder frieren wir vielleicht noch an dieser Stelle, wenn wir durch den Winter gehen würden? Jetzt kommen wir zu unserem Kleidungsstück Nummer 6 und 7. Im Vers 13 steht es: Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Sich gegenseitig ertragen, beziehungsweise sich gegenseitig tragen, beziehungsweise sich gegenseitig halten und sich gegenseitig vergeben. Kleidungsstück Nummer 6 und 7, das sind die Schlüssel im friedlichen Umgang mit unseren Mitmenschen. Jesus, er hat uns Menschen ertragen und er hat uns Menschen vergeben. Gott hat es getan. Jesus rechnet unsere Schuld nicht an, er trägt sie am Kreuz. Wie viel Leid ist schon geschehen, weil der eine dem anderen nicht vergeben kann? Weil der eine die Gegenwart des anderen einfach nicht mehr ertragen kann. Weil eine Sache nicht geklärt wurde. Wie viele Gemeinden sind zerstört worden wegen irgendwelchen unnützen Streitigkeiten, wo es von einer Ameise zu einem Elefanten wurde, zwischen einzelnen Brüdern oder Schwestern. Wie viel Segen ist schon dadurch verloren gegangen für eine Gemeinde, von einem Unfrieden miteinander lebt. Und wie viel schlechtes Licht hat es auf die Gemeinde Jesu Christi geworfen? Für die Menschen, die von außen wie eine Möwe über die See fliegen und nur darauf warten, dass eine Garnele herauskommt, um sich darauf zu stürzen. Wenn wir mehr erkennen würden, wirklich erkennen würden, wie unser Vorbild Jesus Christus wirklich ist, wie viel mehr würden wir dann so leben wie er im Glauben? Haben wir auch diese Kleidungsstücke schon angezogen?
Oder wir sind immer kurz davor, die anzuziehen, aber trauen uns nicht. Weil das ja irgendwas auch mit eigenem Stolz zu tun hat, den man dann ablegen muss. Haben wir diesen Kleidungsstück schon angezogen? Oder ist dieser Schal irgendwo auf dieser Strecke verloren gegangen? Und wir frieren und werden krank. Lasst uns diese Kleidungsstücke anziehen. Und jetzt kommen wir zum letzten und wichtigsten Kleidungsstück eines neuen Menschen. Und den lesen wir in Vers 14. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe, die Agape-Liebe ist es in diesem Fall, die göttliche Liebe. Die Liebe, die der Mensch von sich aus nicht lieben kann, nicht versteht. Die bedingungslose Liebe, sie ist der Mantel, den wir über alle anderen Anziehsachen drüber ziehen sollten. Über dies alles zieht die Liebe an. Ohne diesen Mantel würden wir auf jeden Fall frieren. Und nur mit der Liebe ist unser Outfit vollkommen. Wie kann man diese Liebe erklären? Lass uns einmal die Bibelstelle im Römer Kapitel 5, Vers 7 bis 10 lesen. Römer Kapitel 5, Vers 7 bis 10. Vers 8 bis 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch seinen Tod, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Gott vergibt uns und Gott versöhnt uns mit ihm, als wir noch Feinde Gottes waren. Diese Liebe macht auf menschlicher Sicht keinen Sinn. Wir sind es auch, die gegen Gott rebelliert haben. Gott hatte kein Problem mit uns, wir hatten ein Problem mit Gott. Wir sind es doch, die rebellieren. Wir sind es doch, die streiten mit Gott wollen. Die sich darauf einlassen, mit Gott zu hadern. Die Gott gegenüber feindlich gesinnt sind. Warum bietet er uns dann die Versöhnung an? Wie geht das zusammen? Warum sagt er dann, ich vergebe dir, komm zu mir, obwohl ich noch nicht mal danach gefragt habe? Ich weiß nicht, ob wir in Konflikt mit anderen Menschen stehen. Oft ist es so. Oft auch aus kleinen Dingen, die eigentlich ziemlich unnütz sind, die eigentlich einfach nur mal besprochen werden müssen. Aber die Frage ist, wer geht auf den anderen zu? Wenn jemand ein Problem mit mir hat, dann erwarte ich doch, dass diese Person auf mich zukommt, oder? Warum sollte ich mich jetzt drum kümmern? So, mir geht's gut. Aber Paulus fordert uns heraus, die Liebe über alles anzuziehen. Die Liebe, wie Gott uns geliebt hat. Das bedeutet, Gott will von uns, dass wir selbst auf Menschen zugehen und ihnen vergeben, bevor sie darum bitten. Würden wir für unsere Feinde beten? Würden wir vergeben, noch bevor die Person danach fragt? Jesus hat es getan. Das Kreuz ist der Beweis. Kommen wir zum Schluss. Die Frage ist, glaube ich, geklärt.
Worüber würde Gott sich freuen, was wir anhaben, was wir anziehen sollen? Und vielleicht ist es heute an der Reihe für dich, endlich den göttlichen Mantel der Liebe anzuziehen. Vielleicht auf die andere Person zuzugehen und Versöhnung wirken. Vielleicht ist es heute an der Reihe, ein Gespräch zu führen, vor dem du dich immer gedrückt hast. Vielleicht ist es heute an der Reihe, wo du endlich vergeben kannst, so wie Gott dir vergeben hat. Heute kann der erste Tag sein, wo du Bruder XY oder Schwester XY nicht mehr aus dem Weg gehst, sondern sie zu dir nach Hause einlädst, um Gemeinschaft zu haben. Heute kannst du deinen grimmigen Blick ablegen und freundlich sein zu deinen Mitmenschen. Heute kann der erste Tag sein, wo du keine innere mehr Wut mehr hast, weil dies oder das falsch läuft, sondern heute kannst du die Person sein, die anfängt, es richtig zu machen. Vielleicht ist es heute dran, Christus zu erkennen und anzuziehen. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. In diese Person will Gott uns verwandeln. Wollen wir das auch? Wollen wir auch so leben, wie Christus gelebt hat? Dann werden sich Menschen ein Urteil über dich bilden. Ist er oder sie so wie Jesus? Ist die Gemeinde wirklich das, was Jesus präsentiert hat? Dann wird sich zeigen, ob Menschen diesen Ort hier meiden oder gerne hier reinkommen. Und dann wird sich zeigen, ob wir wirklich mit Christus gekleidet neue Menschen sind. Lasst uns Christus anziehen. Amen.